Kraut. Ein Kraut zusammen, so könnte man es nennen. Wir alle finden eine Pflanze gut. Aus verschiedenen Gründen. Weil wir darauf angewiesen sind, weil wir Lust haben, darauf angewiesen zu sein. Oder weil sie einfach spannend ist, weil sie sinnvoll ist. Das Problem ist, diese Pflanze, die ist nicht so ganz legal. Grüne Hilfe ist ein sehr, sehr alter Verein, eingetragener Verein, gemeinnütziger Verein, der sich letztendlich um alle die kümmern wollte und möchte, die mit dem BTMG in Konflikt gekommen sind. Es gibt Patienten, ich habe neulich erst einen getroffen, der sich seine Monatsration von 150 Gramm Cannabis für 10 Euro Rezeptgebühr aus der Apotheke geholt hat. Und so soll es auch sein, es ist auch richtig so. Also wir warten jetzt mal die nächsten Tage ab, wenn die Kassen ablehnen zu übernehmen, kommt eine Prozessflut auf die vor, wo die sich vor in Acht nehmen müssen. Komm, wie kommt man dazu im Warendorf immer, wir bauen jetzt hier auf unserem Feld Hanf an? Das war mehr oder weniger reiner Zufall, dass wir auf den Hanf gestoßen sind. Wir haben etwas gesucht, wo wir mit einem Hektar leben können und sind dann auf den Hanf gekommen und haben gesagt, ja, das ist die Pflanze, die eigentlich wieder auf die Felder gehört und die eigentlich wieder gesellschaftsfähig gemacht werden muss. Und es funktioniert.